Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, wir sind wieder hier zurück bei Windhelm. Ja, die letzte Folge war ein bisschen chaotisch, es war eine Spezialfolge und ich habe natürlich den Spielstand nicht gespeichert, denn ich möchte natürlich unsere arme Lydia, die ist dabei draufgegangen, weil wir einfach so blöd waren. Aber wir haben wenigstens zum Schluss noch eine schöne Aussicht gehabt. Aber das sollten wir vielleicht mal tagsüber machen, dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber jetzt geht es wieder wie gewohnt weiter. Wie gesagt, wir sind in Windhelm und Windhelm ist nicht klein. Wir haben da einiges zu entdecken und ehe wir jetzt hier zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Öffnen Windhelm und schauen, was uns da so alles erwartet in dieser Stadt. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Nein, das konnte ich natürlich nicht abspeichern. Das wäre noch schöner gewesen. Lydia, komm mit! Lydia, komm mit! Komm, Abenteuer, erleben wir Spaß, haben wir Spaß, komm schon, tot. Nein, das können wir ihr nicht antun. Die gute Lydia. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht für sie eine gute Rüstung finden. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey. Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Arme alte Frau. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Ich bitte euch. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein, ich hasse euer Volk nicht. Ja, ich hasse die Dunkelelfen wirklich. Nö, wir hassen euch nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Sah aus, als hätte diese Nord euch behelligt. Warum sollte man euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen, auch die Argonier haben sie im Visier. Yay! Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Zufälligerweise sind wir ein Argonier. Wir haben zwar einen Helm auf, aber ich glaube, ein bisschen kannst du es erkennen. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal, aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Sind ja schon kleine Rassisten, wa? Mhm. Hm, sie stimmt zu. Wo ist denn der jetzt hin? Okay. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren? Wer denn jetzt schon wieder sie hier? Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren? Sag's mein noch. Herr? Sag's nochmal, da hast du es viermal gesagt. Könnt ihr eine Münze entbehren? Talos belohnt die Großzügigen. Könnt ihr mir beibringen, ein besserer Taschendieb zu werden? Da führen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Ich werde es euch beibringen. Aber es wird euch etwas kosten. Wer kam denn da hinten gerade rein? Wir haben kein Gold, tut mir leid. Hier, nimm das Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, laber nicht. Die Götter erfreuen sich an einer barmherzigen Seele. Geschenk aus Nächstliebe hinzufügen. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer anhören, wie meine Brüder sich über Ungerechtigkeiten aufregen. Ach, du bist der Vogel von der letzten Folge. Natürlich ist die Arbeit bei Wolfrieder nicht meine erste Wahl. So, Aber was kann ein Donmeer hier sonst tun? Was haben wir denn jetzt hier gleich hier? Warum ist uns... Oh, unsere Fackel ist weg. So, was haben wir denn jetzt hier? Wer bist du? Jede Nacht gehe ich in den... Ach, du bist das. Laber nicht? Egal. Ihr seid ihr ein Dunkelelfenfreund? Verschwindet aus unserer Stadt, dreckiges Gesindel. Mir gefällt eure Einstellung nicht. Ach ja? Pech! Das ist unsere Stadt. Unsere! Glaubt ihr, ich kann es mit euch nicht aufnehmen? 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Abgemacht. Ich habe 100 Gold gesagt. Verdammte, ach so. Verdammte abgebrannte Elfen und verdammte abgebrannte Elfenfreunde. Wir haben ja gar kein Geld. Das sind Parasiten. Sie leben in unserer Stadt, unter unserem Schutz.
Aber was tun sie für uns? Nichts. Ich weiß, dass der Großkönig sie hergeholt hat, aber ohne mich oder jemand anderen vorher zu fragen. Vielleicht hätte er das tun sollen. Ja, genau, den Rolf Steinfaust muss er natürlich fragen. Da muss er natürlich bei dir zu Hause anklopfen und sagen, Rolf, mein guter Junge, was hältst du davon? Das würde mich nicht überraschen. Sie haben zum Kampf um die Freiheit von Himmelsrand nichts beigetragen. Diese Talmor sind auch Elfen. Ich wette, sie arbeiten zusammen. Vielleicht sollte ich ein paar Männer zusammentrommeln und ein paar gefangen nehmen, die wir dann verhören könnten. Ja, genau, ey, der kriegt doch sowas von mir. Gib mir aus den Augen. Ich sammle die 100 Goldstücke zusammen, ey, dann hau ich dir die Hucke voll, ehrlich, ey. Haust du Klee wieder alle über einen Kamm, ey. Sowas hab ich ja gern. Kleiner Rassist. Das Rolf, der Rassist, passt doch. Schöne Alliteration. Ich bin aber lieber Aaron der Argonia. Wo sind wir jetzt hier überhaupt gelandet? Ich bin jetzt voller Wut. Ah, wir sind am Marktplatz gelandet. Guck mal, eine Puppe. Aha, aha, aha. Mann, die sind alle schlafen. Das weiße Fläschchen, das klingt doch interessant. Schauen wir doch mal, was wir da finden. Vielleicht ein weißes Fläschchen? Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Oh. Hallo? Oh, das sieht gut aus. Ich werde schon überstehen. Meister, ihr seid viel zu alt für eine derartige Reise. Wir wissen nicht, was da drinnen ist. Ich werde... Ich kann... Einfach... Seht ihr, es geht euch nicht gut. Setzt euch, ich hole euch ein Stärkungsmittel. Wenn es ein Mittel gäbe, das mir helfen könnte, hätte ich es wohl mittlerweile entdeckt. Komm, wir reden mal mit dem. Ich bin der Antwort so nahe. Worüber? Hallo? Ich fand wohl die Frage, worüber habt ihr gestritten? Nee, da steht ja, worüber streitet ihr? Fand ich ja wohl besser als jetzt hier, worüber habt ihr gestritten? Finde ich jetzt nicht okay vom Spiel. Ach, bloß mein ganzes Lebenswerk. Ich habe endlich herausgefunden, wo sich das weiße Fläschchen befindet. Aber dieser dumme Wichtigtuer will es mich nicht holen lassen. Wenn ihr mir sagt, wo es ist, kann ich es euch holen. Das würdet ihr tun? Es ist gut zu wissen, dass es noch Leute gibt, die bereit sind, einem alten Mann zu helfen. Es ist zusammen mit seinem Schöpfer Kuralmil in einer seit langem verlassenen Höhle westlich von hier begraben. Kuralmil war ein gewiefter Bursche, selbst im Tode noch. Um seine Ruhestätte zu erreichen, bräuchtet ihr die Fertigkeiten eines Meisteralchemisten. Zu eurem Glück habe ich die Mixtur bereits zusammengebraut. Hier, nehmt sie. Bitte. Macht schnell. Ich habe schon genug Zeit damit verschwendet, mit meinem nutzlosen Assistenten hier zu diskutieren. Ja, verteilt so schön in unserem Gesicht. Warum ist das Fläschchen so wichtig? Ich suche schon mein ganzes Leben lang danach. Es hat mich aus den warmen Gefilden von Somerset bis in diese eisigen Weiten geführt. Ich habe ganze Jahre in Bibliotheken verbracht. Ich war selbst in winzigen Dörfern mit örtlichen Legenden, in denen das Fläschchen nur flüchtig erwähnt wird. Ich habe sogar meinen Laden danach benannt, in der Hoffnung, dass es jene anlocken würde, die davon gehört haben. Und nun ist es zum Greifen nahe. Doch wie es scheint... wollen die 80 auf meine Kosten amüsieren. Denn in meinem jetzigen Zustand werde ich es niemals an mich bringen. Es ist geil, wie der husten kann, ohne sich groß zu bewegen. Ein legendäres Fläschchen, das in den Tagen geschaffen wurde, als das Eis gerade damit begann, Himmelsrand zu überziehen. Ein kleiner Behälter, der aus dem von Magie durchwirkten Schnee gefertigt wurde, der zuerst auf den Hals der Welt fiel. Es heißt, das Fläschchen würde sich mit jeder Flüssigkeit wieder auffüllen, die man hineinschüttet. Für einen Alchemisten wie mich ist das die reinste Form meiner Kunst.
etwas aus dem Nichts zu schaffen, ist Poesie. Das ist aber schön. Wieso steht ihr immer noch hier rum? Los, holt mir das Fläschchen, ihr Schwachkopf. Hallo? Jetzt aber mal gut hier. Oh, die haben sie wohl auch ins Hirn geschissen, oder was? Mögen die Acht euch zu dem Fläschchen. Du wolltest dem doch was holen. Jetzt geht der pennen. Ich krieg. Also die Leute sind. Die Acht ja. Euch zu dem Fläschchen führen. Mögen die Acht mit uns sein. Feuerresistenz haben wir sogar genug, um das mal zu machen. Magika verstärken haben wir auch. Magika Resistenz, okay. Zack, zack. Herstellen. Da habt ihr einen guten Trank zusammengemischt. Dankeschön. Feuerresistenz lassen wir mal noch. Was brauchten wir jetzt nochmal, um Gesundheit wiederherstellen? Ich glaube, wir hatten das doch schon mal. Blasenpilz, ne? Alchemie beenden, ja. Mögen die Acht euch zu dem Fläschchen führen. Ich muss den Typen jetzt weg. Ich werde doch hier mit irgendjemandem Handel treiben dürfen. Hier, aufstehen. Quintus. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Macht ihr Scherze? Ich bin den ganzen Weg von Cyrodiil hierher gekommen, nur um mit ihm zu arbeiten. Er ist nicht gerade der beste Lehrer, aber allein indem ich ihn beobachte, habe ich schon so viel gelernt. Ich werde wohl nie Meister Norelions Geschick für Zaubertränke erlangen. Ach, egal. Jo, tschüss. Oh, schaut's euch an. Mit niemandem darf sie Handel treiben. Nein, man wird nur angeschnauzt. Okay, also es gibt hier schon mal einen Alchemieladen. Das ist schon mal schön. Am Marktplatz. Das ist wichtig. Lasst uns den Tag weiterhin im Windhelm verbringen. Mal gucken, was wir noch so entdecken. Diese Uhrzeit. Aha. Ein Friedhof. Was haben wir hier? Halle der Toten. Nö. Auch die schon wieder. Nee, gerade nicht. Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Ach, das ist eine andere. Na, es werden immer wieder Frauen ermordet. Und doch kümmern sich die Wache nur um den Krieg. Interessant. Der Schlechter, der soll ruhig zu uns kommen. Ich nehme mal stark an, hier geht's zum Jarl. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Wo geht's denn da unten hin? Haben wir jetzt es hier? Ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft herbeizurufen. Aber wer soll ihn davon abhalten? Ich vielleicht. Ich habe damit nichts zu schaffen. Der ist da drin. Das hat man als Quest eingegeben, ne? Sprich mit Aventus Aretino. Stimmt. Auf dem Weg dahin können wir uns... Oh Gott, oh Gott. Auf dem Weg dahin können wir uns ja doch noch ein bisschen umgucken. Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Nun lass ihn doch da schlafen. Stimmt, weil die Karte gerade aktualisiert wurde. Berg Antor. Verlorene Höhle. Das ist wahrscheinlich das weiße Fläschchen. Okay. Da könnten wir eigentlich mal... Obwohl, wenn der schläft, wollen wir doch nicht stören. Der arme Drache. Hallo. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Wo kommst du her? Meine Waren sind alle rechtmäßig. Ich möchte mein Glück mit jenen teilen, die es verdienen. Neuknisis Club. Da bin ich jetzt mal gespannt, was... Wir werden wahrscheinlich ein paar Folgen hier in Windhelm... ein paar, es klingt jetzt nach sehr vielen, aber... Ja, so diese Folge und vielleicht noch zwei weitere, weil es hier doch einiges zu entdecken gibt. Hallo. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Ist sie größer als wir? Ein bisschen. Wenn ihr etwas zu trinken sucht, Haus Kerzenschein hat warme Feuer und starkes Bier. Werdet ihr so schlecht behandelt wie die Dunkelelfen? Zuerst war es schwierig. Die Nord dieser Stadt sind Fremden gegenüber bestenfalls misstrauisch.
Aber mit der Zeit habe ich die richtigen Freunde kennengelernt und mich als nützlich genug erwiesen, dass sie mir keinen Ärger mehr machen. Die Dunkelelfen sind zu stolz und zu naiv, um zu verstehen, wie die Dinge wirklich laufen. Und darum wohnen sie weiter in diesem Elendsviertel. Ah, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seit Ulfric das Sagen hat, ist es hier viel schlimmer geworden. Im Windhelm gab es Morde? Das interessiert mich alles nicht. Wenn nicht ein Dun mehr ermordet wird, soll Windhelm seine Probleme selbst lösen. Ja, ist das schön, wie die sich alle mögen. Weshalb sind hier so viele Dunkelelfen? Wo sollten wir denn sonst sein? Als der Rote Berg brannte, konnte man in Morrowind kaum atmen. Also zogen wir nach Westen. Windhelm war die erste Stadt an diesem Weg. Und daher sind wir hier. Heureka. Das geht ja mal höher. Und der Club besteht aus euch beiden. Mehr nicht. Okay. Ihm noch. Aufstehen. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe mich geirrt. Sag mal, was ist der graue Bezirk? Windhelm ist in 4 Viertel unterteilt. Im grauen Bezirk leben die Dunkelelfen der Stadt. Wenn er euch wie ein verarmtes Ghetto vorkommt, dann darum, weil er das auch ist. Ulfric zieht es vor, uns im Elend leben zu lassen. Er hat für alles, was kein Nord ist, nichts als Verachtung übrig. Er toleriert uns zwar, aber weiter geht seine Gastfreundschaft nicht. Sehr schade. Es war mir ein Vergnügen. Findet ihr mich hier? Bilanzen fälschen Geschäftsbuch. Im Buch gibt es nichts, das verändert werden kann. Aha, interessant. Was haben wir hier zum Lesen? Für die Bücherwürmer unter euch? Einmal fix durchgeblättert, aber das werden wir definitiv nicht stehlen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, drückt Pause. Ich werde es jedenfalls nicht vorlesen, das wird sonst zu lange dauern. Das war's. So. Okay, der Club besteht also aus 3 Leuten. Das ist aber schön. Geht's noch tiefer? Nee. Ich würde mehr reisen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Wenn ihr etwas zu trinken sucht, Post Kerzenschein. Ich habe leider immer noch keine 100 Münzen, aber die kriege ich noch zusammen. Satris Gebrauchtwaren, Warenexperte. La 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 la. Wo geht's denn hier raus? Öffnen Himmelsrand, interessant. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Ach, der schon wieder. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer... Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen... Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier sind wir, okay. Kuriositäten. Kuriositäten klingt gut. Wow. Aufwachen. Hallo. Boah, ey. Ah, da drüben kümmern. Dann stimmt es also, was alle sagen. Aventus Aretino führt das schwarze Sakrament durch. Er versucht, die dunkle Bruderschaft zu rufen. Oh, Grimbar. Immer dieser Unsinn. Nein, natürlich nicht. Das sind nur Geschichten. Gut, dann frage ich ihn, ob er zum Spielen rauskommen will. Er wohnt gleich da hinten. Ich werde an seine Tür klopfen. Nein, Kind, wartet. Dieser Junge, dieses Haus, sie sind verflucht. Ha, dann habe ich also recht. Ich wusste es. Er hat vor, jemand umbringen zu lassen. Gut, ich werde es nicht leugnen, Kind. Was ihr gehört habt, ist wahr. Aber Aventus Aretino wandelt auf einem dunklen Pfad. Seine Aktionen bringen nur Verderben. Nun, na, dann machen wir da mal mit. Darüber reden wir nicht mehr. Doch, ich schon. Ich bin die einzige Freundin, die ihr braucht. Ich will das Ding doch nicht aufschließen. Und
Wollen wir einfach mal reinschauen? Tada! Hat niemand mitbekommen. Ich hoffe, das war jetzt richtig so. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Grelot, alte Krähe, ihr kriegt, was ihr verdient. Die dunkle Bruderschaft wird dafür sorgen. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Hey du! Endlich! Meine Gebete wurden erhört! Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt! Ich wusste, dass ihr kommen würdet! Ich wusste es einfach! Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft! Tut mir leid, Junge, aber ich bin jemand anderes. Ja, natürlich, das schwarze Sakrament. Wir schweigen einfach erstmal. Ihr müsst nichts sagen. Gar nicht nötig. Ihr seid hier. Also weiß ich, dass ihr meinen Auftrag annehmt. Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten. Ah ja. Abgeschlossen, sprich mit der Ventilator. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. So ungern ich auch nach Ehrenhall geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Du hast doch hier, was willst denn du? So einsam bist du jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns das doch erstmal an. Grelot ist die Heimleiterin des Ehrenhall-Waisenhauses. Aber nicht mehr lange. Erzählt mir etwas über eure Mutter. Was ist geschehen? Letzten Winter, als der Schnee kam, ist sie krank geworden. Und sie ist einfach nicht mehr gesund geworden. Eines Nachts ist sie eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und jetzt bin ich ganz allein. Der Jarl sagt, dass ich ins Ehrenhall-Waisenhaus muss. Das ist nicht fair! Und ist das deine Mama? Lydia, so langweilig ist das jetzt hier auch nicht. Ich war mir einer Sache mein ganzes Leben lang nicht so sicher. Jemand wie Grelot verdient es nicht, auch noch einen Tag länger zu leben. Sie ist ein Monster! Aber Mordaufträge haben ihren Preis, mein Junge. Ich habe ein Familienerbstück, das ihr haben könnt. Angeblich ziemlich wertvoll. Ich hoffe, das reicht. Na, reich mal rüber. Beeilt euch bitte. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier ein wenig einsam. Du hast doch hier deine Mama auch oder so. So ungern ich auch geschickt wurde, vermisse ich doch meine Freunde dort. Ja, wir nehmen einen Kuss, liebste Mutter. Noch einmal für die Lesemäuse unter euch. Oh. Ja. Vielleicht ist es ja wichtig. Ja, ich, warum? Das ist so, ach, das ist für das, da fang mal Sätze an und beende sie auch, ey, Junge. Das ist einfach bloß, wie du das Ritual durchziehst. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche abgerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Aha, dann warte. Dann musst du warten. Das brauchst du ja jetzt nicht mehr. Die Tollkirsche brauchst du auch nicht mehr. Menschenfleisch, Freundchen. Menschliches Herz, Freunde der Sonne. Das ist ja schon nicht mal feierlich hier. Wein, Bügeleisen. Sonst irgendwie was Interessantes hier? Frostsalze. Frostsalze klingt interessant. Salz. So, wo soll denn das jetzt sein? Weg gerade. Rifton war doch irgendwo... Warte mal, ich bin falsch. Da.
Es liegt aber aktuell nicht auf unserem Weg. Sorry. Ditten tut's mir jetzt, aber leidzen. Windhelm. So, hat niemand mitbekommen, ne? Okay, gut. Ja, ich würde aber auch sagen, wir beenden jetzt erstmal unseren ersten Tag im Windhelm hier. Ja, da waren wir, okay. Da drüben waren wir. Hier, wir machen Assassin's Creed drauf. Oh, nö. Jetzt darf ich hier nicht... Doch, ich darf hier lang. Ich dachte jetzt schon. Na egal. Zurück hier. Okay, wie gesagt, wir beenden unseren ersten Tag hier in Windhelm. Mal gucken, was der zweite Tag bringen wird. Ach Mist, ich wollte rüberspringen. Es hat nicht funktioniert. Warte, das muss ich jetzt noch probieren. Lydia, geh aus dem Weg. Komm schon. Nein. Ja. Mit diesem wunderschönen Blick auf diese Wand bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.